Wieso verwenden wir die Femtolasik bei der Korrektur der Alterssichtigkeit? Die Antwort ist ganz einfach. Bei der Femtolasik kreieren wir einen kleinen Lentikel. Diesen kann ich anheben und die Korrektur erfolgt im Hornhautinneren. Und dann wird das wieder zurückgeklappt. Falls wir eine Nachkorrektur machen müssen, dann kann ich wieder den erst geschnittenen Flap anheben und eben in der Hornhaut den restlichen Sehfehler nachpolieren und dann wieder zurückklappen. Und dieser Vorgang ist wirklich minimal invasiv und der Flap kann auch nach Jahren wieder angehoben werden. Natürlich verwachsen die Flapränder, das fibrosiert, die sind dann relativ fest, aber diese kann man chirurgisch relativ einfach wieder lösen.